Willkommen zurück, The Evil Within, Folge 22, Fetty's Revenge, Volume 2. Ja, wir haben rausgefunden, Fetty ist auch schon wieder hier. Und wir sind gar nicht gut ausgerüstet, überhaupt nicht gut für diesen Kampf. Obwohl ich habe am spät gemerkt, in der letzten Folge, dass ich, ja, meinen Revolver noch hatte. Aber ich weiß gar nicht, wo Joseph in der Zeit eigentlich war. Naja, der kann mir eh nicht helfen. Vielleicht sollten wir Fetty mal... Huch, was lachen hier? Achso, die Axt. Vielleicht sollten wir Fetty einfach mal zu dem Feuerfass hier locken. Vielleicht bringt das ja was. Ja, dass wir den vielleicht hier vereisen. Ich werde das mal dahin treten. Ja, genau. Oh nein, nein. Ich wollte doch noch nicht anfangen. Nein. Er brennt, er brennt, er brennt. Geh weg, 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 du stinkst, geh weg, du stinkst. Geh weg, Fetty, du stinkst. Haha. Fetty, du stinkst immer noch. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Alter, der hat aber auch... Boah, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, Alter, der holt aber auch immer aus mit der Säge, das ist doch nicht normal. Uah, wow, wow, wow. Alter. Gesterben, 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 gesterben. Ja! 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 Volume 2! Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Wie mit Fettis? Könnte das voll sein? Yeah! Dominating! Würde man jetzt sagen bei Unreal Tournament? Oder Finish him! Ja, wir haben Fetty. Alter, wie geil ist das denn? Wir haben Fetty. Fetty zum zweiten Mal. Ich freue mich wie ein Schnitzel, was in der Pfanne brät und sich wendet. Huch. Wir werden mal ein paar Bolzen erstellen. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Speicherpunkt auch ist. Mit dem Speicherpunkt war ja in der letzten Folge sehr, sehr geil. Ich habe bis jetzt immer noch nicht gespeichert. Das ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Oh, hier liegt noch ein bisschen Haargel. Ein bisschen Ups. Wie viel haben wir denn eigentlich noch an Spritzen? Haben wir noch eine Spritze? Nee. Spritze, Pritsche. Wir haben keine Spritze. Das ist ärgerlich. Das ist verdammt ärgerlich. Und wir haben sehr, sehr viel Munition verbraucht. Und dann gehen wir mal weiter. Der Aufzug steckt oben fest. Ach nee. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Das ist ja die tollste Idee, die ich je gehört habe. Du glaubst doch nicht, dass ich mit dem morschen Ding gefahren wäre, oder? Also, stimmt nicht. Das hat ihn blockiert. Geh du mal. Ich werde mal erstmal speichern. Alter. Puh, auf jeden Fall haben wir einen schönen Speicherpunkt. Das freut doch einen. Wir haben ein bisschen Haargel. Also werden wir gleich wieder zu unserer Friseuse gehen. Und ein neuer Tagebucheintrag von Detective Castellanos. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Maria und ich geheiratet. Und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst
Macht mir mehr Angst. Was war das denn? Macht mir mehr Angst. Macht mir mehr Angst als alles andere. So, ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue, mit ganzem Herz und der festen Ansicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Ui. Ja, dann wollen wir mal. Aber wer ist denn eigentlich Maya oder Mara? Wir haben sie ja noch nicht. Scheiße. Werde ich langsam verrückt. Ich wache noch nicht mal in der Zelle auf. Keine Zeitung zum Lesen. Immer nur diese Scheißbilder in meinem Kopf. Diese Bilder im Kopf. Bilder von dir. Überdauern. Lalalala. Haben wir einen Schlüssel gefunden? Nee, ne? Oder? Nee, null. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das hier Maria ist. Oder Maya. Oder Maya. Mein Gott. Biene Maya. So. Dass die hier das ist, aber das glaube ich nicht. Weil sonst würde ja Basti sie erkennen. Und was auch real ist und was nicht, weiß ich auch nicht. Ich bin so ein bisschen so, ja, hin und weg. Okay, keine Zeitung. Scheiße. Nicht zu lesen. Keine Bild. Keine WAZ, keine NAZ. Mein Gott. Hauptsache erstmal zu der Friseuse gehen und neuen Haarschnitt. Friseuse, ich hätte gern Dauerwelle. Zum guten Preis. So, was machen wir denn? Also ich finde, die Fitness können wir auch mal wieder erhöhen. 5000 für Lebensanzeige. Sprintdauer war echt mager, ne? Aber jetzt ist der Sprung schon um 2 erhöht, dann, wenn wir 6000 benutzen. Ich bin immer noch so ein bisschen dafür, dass wir auch die Waffen verbessern, weil... Mann, ich kann mich so schwer entscheiden hier mit diesen... Attributen, die man hier verbessern kann und so, ja, kann maximal mitgenommen werden. Natürlich machen wir Scharfschützenmunition auch mal höher. Auf jeden Fall. Spritze können wir insgesamt dann 4 aufnehmen. 3, wir haben aber noch nie mehr wie 3 bisher gehabt. Also zumindest nicht Streichhölzer. Haben wir auch noch nie bisher mehr wie 10 gehabt. Granaten sind 5 meiner Meinung nach ausreichend. Würde ich jetzt behaupten. Qualenbolzen haben wir 3, die wir maximal mitnehmen könnten. Da machen wir mal höher. Hat zwar 5000 gekostet, aber abgeschlossen. Man sieht es unten. Das gibt sogar einen Star. Tja, was machen wir als nächstes? Blendbolzen, Harpunbolzen. Es ist alles noch so... Und alles schon wieder so teuer. Die Feuerrate. Die Nachladegeschwindigkeit von dem Revolver brauchen wir eigentlich nicht. Die war eigentlich so eigentlich ganz okay. Den kritischen Schaden haben wir auf 2. Ja. Die Kapazität von 4 auf 5 werden wir mal bei der Schrotflinte machen. Ich denke mir mal, das sind gute Sachen, die wir jetzt verbessert haben. Wir haben noch 100 Haargel für den nächsten Friseurbesuch. Und damit würde ich sagen, speichern wir wieder. Ja, schauen wir mal. Hallo, ich will speichern. So. Immer noch Kapitel 6 im Übrigen. Natürlich möchte ich es überschreiben. Und, alter Walter, ey, Fetti. Wir haben schon Fetti besiegt, das gibt's gar nicht. Fetti war schon wieder da. Fetti Spaghetti. So. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir sind, ich würde sagen, so gut wie erledigt sind wir eigentlich, theoretischerweise. Wir können auch direkt eigentlich unsere Sachen packen und gehen. Und ich weiß ganz genau, dass in solchen Spielen noch ein paar Zwischengegner kommen werden.
Kartenfragment 11 haben wir gefunden. Na super. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal waren. Ich glaube, wir waren bei 8, ne? Ich glaube, da haben wir 2 liegen lassen irgendwo. Alter, wer soll das denn vor allem wofür? Na, egal. Was ist denn das? Alter, das gefällt mir gar nicht. Bin ich ganz... hier liegt noch ein bisschen Haargel. Ich war doch gerade bei der Friseuse. Und hier liegt... die werden wir auch sofort nehmen. Die Spritze werde ich sofort... Mein Gott, warum kriege ich denn die ganze Zeit so Gänsehaut? Ich glaube, ich friere ein wenig. Ich weiß nicht warum, aber ich friere ein wenig. Ich glaube, ich muss mir mal in der Pause mal was anziehen. So mit T-Shirts. Ist ganz schön frisch geworden so draußen in Germany. In Germany, it's very cold here. Okay, ich werde die Flinte dafür mal kurz... Ich brauche nur X drücken. Stimmt ja, brauche ja nichts für ablegen. So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, das vermag nichts Gutes heißen, wo wir hier sind. Wir sind aber jetzt im Turm, ne, oder? Ich glaube ja. Ist das ein Boxsack oder was soll das sein? Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Alles gut? Halt durch. Ist nicht mehr weit. Jetzt fängt schon wieder an zu jucken bei mir. Alter, da oben an den Glocken. Alter, wie geil ist das denn? Entschuldigung, ich. Also, wir haben ja Kidman. Oh. Boxsack, yeah. Sieht ein bisschen aus wie so eine Kobra. Die falsch rumhängt. Wir wissen ja, Kidman haben wir ja gesehen in diesem. In diesem Video vor 2 Folgen, wo auf einmal sie irgendwie eine Spritze in der Hand hat. Sie haben sie irgendwie benutzt. So wie gerade Sebastian oder beziehungsweise Basti es gerade sagte. Und verdammt nochmal, scheiße. Das sind nur 2. Die schaffen wir. Nein, das ist keine. Joseph! Oh nein! Nein! Rette Joseph! Deine Missionsaufgabe! Ja, dann wollen wir das nochmal tun. Ich weiß gar nicht wie. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, da! Warum musst du immer vorrennen, du Ochse? Ich hab dir doch letztens schon gesagt, ey, du bist voll der Horst. Mann, ey, was ne Wurst. Gibt's doch gar nicht. Der kann für keine 2 Pfennig gar nicht hören. Ehrlich, ey, wie so ein Kleinkind. Mama, ich geh nochmal eben gucken. Komm mal, dein Auto schön. Entschuldigung. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß?
kommen doch eh nicht rüber, oder? Oh doch. Gib mir Deckung. Gehen wir. Wie gib mir Deckung? Alter! Aua! Alter, das schaffe ich doch nie im Leben! Oh, mein Aiming, Alter. Mein Aiming ist gerade... Wir sterben! Wie soll ich das denn schaffen? Ich habe nicht mal... Alter, ich habe noch niemals vernünftige Munition. Gib mir Deckung mal so eben. Alter... Das, der Ladebildschirm macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil die Alte da immer kommt. Ach nee, jetzt sind's alle. Wer ist das denn? Hä? Wer sind die denn? Das sind aber nicht wir. Gib mir Deckung, er ist Töfter, ey. Gib mir Deckung. Ob das Hagel hier noch liegt? Nein, es ist diesmal... Doch, hier liegt noch was, oder? Nee, doch nicht. Uah. Brenn, du Sau! Wieso brennt er nicht? Wieso brennst du nicht, du Sau? Komm her! Nein, nein, nein! Ich wollte noch anzünden! Brenn, du Sau! Ich dachte, die brennen, wenn die daneben stehen. Das ist ja aber voll unfair. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Da war schon wieder der Priester. Was? Joseph, bist du in Ordnung? Ja. Oh Mann, Joseph macht mir echt Sorgen, bin ich ganz ehrlich. Und, ja, wir haben einen Kontrollpunkt und ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause, denn, ja, die Folge... Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Ich glaube, das war hier eine Menge Action jetzt in der letzten Zeit und das wird jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ruhiger werden und ich würde sagen, die Folge wird ein bisschen kürzer, aber nicht übel nehmen. Dafür wird die nächste Folge wieder ein bisschen länger und dann schauen wir uns in diesem Dörfchen hier mal um. Das sieht echt malerisch hier aus. Sehr schön übrigens, wenn ich nicht im Hintergrund die Zombies hören würde. Also, schaltet morgen wieder ein. The Evil Within. Macht's gut. Ciao.